Schrecksekunde für die rund 40 Passagiere von dem Reisegar. Am Donnerstagmorgen fängt der Reisegar mitten im Tunnel auf der A1 an brennen. Der Chauffeur steigt aus und versucht noch das Feuer zu löschen, vergeben. Der Gar brennt komplett aus. Die Passagiere werden über den Fluchtstollen evakuiert. Der Gar war von Yverdon nach Bayern unterwegs gewesen. Grund für den Brand ist wahrscheinlich ein technischer Defekt. Laut neuesten Informationen ist beim Brand niemand verletzt worden.